Ein neuer Tag, ein neuer Booster, Folge 874. Und ja, schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich wirklich sehr. Zu einem weiteren Weiß-Schwarz-Booster-Opening. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir haben hier heute wieder ein schönes Highlight drin. Ich meine, die Artworks an und für sich sind ja immer schon ein Highlight. Aber ja, und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir haben immer noch keine Doppelte. Ja, ich habe die, ich sortiere die ja hier nebenbei. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, es ist noch keine einzige doppelte Karte. Außer die eine, wo wir diesen Super Rare Seltenheitsgrad haben. Ja, die habe ich einmal in Common und einmal in Super Rare. Aber das ist auch nicht exakt, also ja, die Nummerierung ist dieselbe. Aber wir hatten das ja mit den Buchstaben dahinter. Da müsste ich dann, oder naja, wenn das Ordner-Video kommt, dann zeige ich euch das sowieso. So, heute haben wir Aki Rosenthal als erste Karte. Und das ist auch ein schöner deutscher Name, Rosenthal, ja. So hieß mal, ja, ich glaube, so hieß mal eine Schulkameradin in der ersten oder zweiten Klasse von mir. Doch, ja. Da kommen Erinnerungen hoch. So, Kawayo Nakiri Ayame, die zweite Karte, auch wieder eine Common. Dann, Simple Question, Tokoyami Toa, auch wieder eine Common-Karte. My Alcohol, Yukihana Lami, ebenfalls Common. So, jetzt haben wir hier eine Climax-Karte. Das ist wieder ein verrückter Booster. Es ist eine Climax Rare. Ja, zu erkennen hier an dem CR. Spending Time with Everyone. Und auch ein wunderschönes Artwork hier. Ich weiß nicht, sollen das Puppen darstellen, die sie hier einmal knuddelt und drückt? Sieht ganz so aus, ne? Wir schauen mal weiter. Vielleicht ein gutes Zeichen, ich weiß es nicht. Climax abseits der Sortierung hier. Dann haben wir Murasaki Shion als Uncommon-Karte und das ist auch ein zauberhaftes Artwork hier. Noch eine Uncommon. Lunard, Himemori Luna als Prinzessin. Eine weitere Uncommon. Omaru Polka. So, und jetzt kommt's, ja? Haben wir jetzt ein Highlight oder nicht? Ich hoffe es. Also wir müssen ja zumindest eine Holo-Karte haben, ne? Wir haben ja in jedem Booster mal eine Holo-Karte gehabt. Es ist eine normale Rare. Immerhin. Immerhin. Und zwar Protection Wreckage Kyrio Koko. Ja, und hier habt ihr wieder den Holo-Effekt. Ist zwar der Standard-Holo-Effekt, aber ich finde den trotzdem sehr, sehr schön, ne? Gefällt mir echt gut. Ja, dann sind wir mit dem Booster hier auch schon wieder durch. Bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.